Camping im Dachzelt, das ist Natur pur. Viel Brennnessel und viel Gräser. Aber wie komfortabel ist es? Oh oh, es wird schon langsam ein bisschen windig. Ich bin so müde, aber ich kann nicht schlafen. Und wo darf ich eigentlich stehen? Okay, das ist natürlich doof. Ich kann jetzt hier nicht einfach so stehen bleiben. Meine Challenge, finde einen Platz, der drei Kriterien erfüllt. Ein guter Ausblick, ein WC am Stellplatz und günstig muss es sein. Ob das funktioniert? Ich suche den Place to be. Bereit für den Urlaubstrip mit dem besonderen Plus und das ist hier oben auf dem Dach drauf, ein Dachzelt. Ich bin am Campingplatz, habe meinen Lageplan und suche mir jetzt einen von drei Campingplätzen aus. Was denn jetzt? Marcia, weil du nicht angeschnallt bist, hier auf dem Campingplatz. Sicherheit geht vor, auch auf dem Campingplatz. So, das ist unser erster Platz. Nummer 24, das wäre hier. Naja, also ich sag mal so, schön grün, aber der Ausblick, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr, glaube ich. Der nächste ist gleich hier nebenan, das wäre die 29, hier neben der Dame, die eben so nett gegrüßt hat, das wäre hier. Ja, ich guck mal, der andere sieht ein bisschen mehr näher am Wasser aus. Da ist das Wasser, da wäre der Platz. Dann würde ich sagen, fahren wir doch da mal hin. Mein erster Campingspot ist bei Bitterfeld, direkt am großen Gotschesee. Der war früher mal ein Tagebau, jetzt ist da ein traumhaftes Urlaubsparadies. Also der ideale Start für mein Dachzeltabenteuer. Also eins muss ich vorweg schon mal sagen, der Ausblick, was ja ein Kriterium bei uns ist, ist hier noch nicht ganz so cool. Man guckt ein bisschen viel in Bäume, auch schön. Aber See, Berge oder so wäre schon noch mal ein Ticken besser. Aber für die erste Nacht, super, machen wir so. Sonne ist schon mal da. Schön. So, müssen wir nur noch das Zelt aufbauen. Ich weiß nicht mehr so richtig, ob ich das noch hinkriege. Aber wir stoppen mal die Zeit. Hier steht auf 0. Ja, und dann gucken wir mal, wie lange das wirklich dauert am Ende. Auf die Plätze, fertig, los. Was? Geht schon los, falsch. Oh. Oh, Leute, das ist ja ein Aktivtrip hier. Wie war denn das jetzt? Und die Dinger müssen auch noch auf. Ich bin zu klein. Ich komme da nicht ran. Ich schwitze. Ganz ausziehen, hat er gesagt. Guck mal. Unter 5 Minuten. Dafür bin ich jetzt einmal durchgeschwitzt und müsste jetzt in den See gehen eigentlich. Aber das Zelt steht. Zumindest grob. Was ich nicht bedacht hatte, hier könnte es natürlich ganz schön warm drin sein, ne, wenn die Sonne hier den ganzen Tag drauf steht. Mal gucken, wie das so ist. Dass mich nur ein paar Stunden später genau das Gegenteil erwartet, habe ich da übrigens noch nicht geahnt. Also das ist ja wirklich ein bisschen fummelig hier. Also bevor man hier entspannen kann, ist man auf jeden Fall erstmal einmal durchgeschwitzt. Aber vor dem Vergnügen, wie sagt man, vor der Entspannung die Arbeit? Wie sagt man? Vor der Arbeit das Vergnügen. Nee, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So. Welche Erfahrungen habt ihr denn schon mit Dachzelt-Camping gemacht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ich muss ja am Ende sagen, ja, schweißtreibend, hin oder her, aber unter 5 Minuten so ein Zelt aufbauen, ich meine, das kriege ich mit einem Zelt und dem ganzen Stangengewirr auf jeden Fall nicht hin. Von daher, Daumen hoch dafür und bereit für die erste Nacht. Vorher ein kurzer Rückblick auf heute Morgen. Da habe ich mir nämlich mein Dachzelt ausgeliehen. Bei Kevin und seinem Team in Leipzig. Er ist einer von etwa 15 Verleihern in Mitteldeutschland. Auto hat so hektisch gepiept. Bin ich dir jetzt über den Fuß gefahren, Marci? Gut. Alles noch dran an Kameramann Marcel und auch Dachträger und Zelt sind in knapp 15 Minuten auf dem Auto montiert. Ich könnte dir auch was helfen, wenn, alles bevor gut. Ich hier so dumm rumstehe. Ich kann auch eine Schraube. Eine Schraube kriege ich dran. Das ist kein Problem. Du hast gleich genug zu tun, wenn wir es ausklappen. Na gut. Okay. Du darfst deine Kräfte schonen. Gut. Wichtig für den Anbau, die Dachlast des Autos muss passen. Die steht im Autohandbuch, checkt der Verleiher aber auch nochmal für euch. Knapp 70 Kilo wiegt mein Dachzelt und da drin ist Platz für 2 Personen.
gibt aber auch größere für Familien. Würdest du denn sagen, dass Dachzelten Trend geworden ist? Also so in der Pandemie waren ja super viele Leute mit Zelten, mit Campern unterwegs. Ist Dachzelten da auch beliebter geworden? Es ist mehr geworden, ja. Aber allgemein das Camping-Thema, würde ich sagen, ist irgendwo mehr geworden. Ist halt eine schöne Alternative, ne? Meine, viele können sich jetzt ein Wohnmobil nicht leisten, ja, oder einen Wohnwagen. Und wenn man dann das eigene Auto hernehmen kann, ist das natürlich schon eine schöne Lösung, ne? Kevin zeigt mir noch, wie ich das Zelt aufbaue und ich versuche mir alles zu merken. Das wirkt ja jetzt erstmal relativ stabil. Jetzt ist aber so ein bisschen Unwetter angesagt. Mal gucken, ob es regnet und stürmt und blitzt und schneit und hagelt. Was ist denn, wenn jetzt irgendwie was kaputt geht? Erstens zählt es als Anbauteil. Das heißt, im Normalfall greift die Autoversicherung. Und Schäden am Zelt übernehmen die meisten Haftpflichtversicherungen. Da aber vorher unbedingt die Bedingungen checken. Wie sicher ist es denn in so einem Dachzelt, wenn es jetzt wirklich stürmt und regnet und hagelt? Es wird natürlich ungemütlich im Sinne von einfach, weil der Stoff halt auf und zu geht. Na? Wenn es jetzt natürlich wirklich richtig gewittern sollte, dann solltest du das zusammenklappen und dir irgendwo Schutz suchen. Und ein Unwetter wird mich auf meinem Trip tatsächlich noch überraschen. 120 Euro kostet mich das Dachzelt für 2 Nächte, An- und Abbau, Dachträger und Reinigung. Bevor mein Abenteuer aber startet, treffe ich mich mit meiner Freundin Sophie. Sie ist ein richtiger Dachzelt-Fan, ist damit seit 3 Jahren in ganz Europa unterwegs und hat bestimmt noch den ein oder anderen guten Tipp für mich und euch. Hast du vielleicht noch eine Idee, was man unbedingt mithaben sollte, was ich eventuell vergessen haben könnte? Ja, vielleicht. Also wenn du zum Beispiel Strom brauchst, weil du eine Kühltruhe hast, dann wäre natürlich ein Adapter für die Campingplätze gut, ein Stromkabel. Ich weiß nicht, ob du das mit hast. Guter Tipp, ja, habe ich nämlich nicht. Ich habe nur eine Powerbank für mein Handy dabei. Oh, aber auch sehr gut. Auch gut, eine Powerbank hast, dann brauchst du ja keinen Strom mehr. Dann ist ja sehr gut. Für mich überlebenswichtig. Wenn ihr noch Tipps habt und schon Erfahrung habt mit Dachzelten, dann schreibt uns die gerne mal in die Kommentare. Das würde uns nämlich auch interessieren. Was würdest du sagen, was ist das Coolste und was ist vielleicht so das Negative an einem Dachzelt? Ich glaube, das Coolste ist, dass du einfach losfahren kannst. Wenn du ein Dachzelt hast, musst du es einfach nur aufs Auto draufpacken, Klamotten ins Auto schmeißen und losfahren. Was halt ein bisschen schade ist, ist einfach, dass man einfach so ein bisschen wetterabhängig ist. Man hat halt, wenn man ein Dachzelt hat, nur das Zelt oder das Auto. Das heißt, wenn es wirklich dolle stürmt, schneit, ist es irgendwie draußen nicht schön zu sitzen. Zurück ins Dachzelt auf dem Campingplatz. Ja. Und nun? Was machen wir jetzt? Bierchen? Bierchen? Bock auf Bierchen? Noch nicht. Erstmal okay. Bett bauen. Die Matratze ist beim Dachzelt inklusive. Bettlaken, Schlafsack und Kissen muss ich selbst mitbringen. Mein Laken ist zu kurz. Ich bin der erste Mensch, der ein Bett bezieht. Liegeprobe? Ja. Liegeprobe bestanden, würde ich sagen. Herrlich. Könnt direkt einpennen. Na, nicht ganz so schnell. Vorher gucke ich noch, was noch so an der Gotsche geht. Ich habe den Bitterfelder Bogen entdeckt. Der 28 Meter hohe Stahlkoloss ist fußläufig nur etwa 20 Minuten vom Campingplatz entfernt. Raufgehen ist nicht nur kosten-, sondern auch barrierefrei möglich. Herrlicher Blick über die Gotsche und ein bisschen Grün und ein bisschen Stadt. Und wenn ihr auch noch mehr Ausflugstipps in Sachsen-Anhalt sucht, dann guckt doch mal in die ARD-Mediathek, da werdet ihr mit Sicherheit fündig. Bevor ich dann meine erste Nacht im Dachzelt verbringe, geht's noch mal an die Gotsche. Sonnenuntergang gucken, mit Campingstuhl und einem kühlen Getränk. In meinem Fall leider nur Wasser. Ich habe vergessen, mir noch was anderes einzupacken oder zu kaufen. Denn Nachteil Dachzelt, ist das erstmal aufgebaut, bin ich nicht mehr so richtig mobil. Vorteil Campingplatz, Kriterium Klo ist hier definitiv erfüllt. Fazit kurz vor dem Schlafengehen, nach einem Tag mit Dachzelt. Und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Es ist super komfortabel, es ist schnell aufgebaut. Ich fühle mich relativ sicher hier oben, auch wenn es manchmal so ein bisschen wackelt. Jetzt bin ich gespannt, wie die Nacht wird, ob es typisch Zelt, feucht, kalt und hellhörig wird oder ob das hier oben vielleicht sogar ein bisschen besser ist. Mal gucken. So, jetzt muss ich schlafen. Nacht. Aber die erste Nacht sollte alles andere als entspannt werden. Ich kann nicht schlafen, mir ist so kalt. Ich weiß, man soll eigentlich nicht so viel anziehen im Schlafsack, aber
Ohne geht's wirklich gar nicht. Ich gucke jetzt noch eine Serie in der Hoffnung, dass ich dann so müde bin, dass ich trotz Kälte schlafen kann. Der nächste Morgen. Während die anderen Camper schon voller Tatendrang sind, komme ich nicht so richtig in die Puschen. Moin. Na? Wie war die Nacht? Kalt, ungemütlich, durchschlafen war nicht. Also, müde beginnt für mich Tag 2, Zeit für Frühstück und einen ersten Kriteriencheck. 2, würde ich sagen, sind erfüllt. Wir haben ein Klo, das ist übrigens super sauber, modern, voll in Ordnung ist. Duschen waren sogar auch dabei und es war günstig hier auf dem Platz. Also 2 okay. Der dritte Punkt, Ausblick, viel Brennnessel und viel Gräser und viel Bäume. Also so richtig direkt am See ist man nicht, das ist so ein bisschen ein Nachteil, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also mit Seeblick oder irgendwie ein Berge sehen oder sowas ist nicht. Da müssen wir also nochmal weiter gucken und ich würde sagen, das machen wir, wenn ich was gegessen habe. Die erste Nacht auf dem Campingplatz bei Bitterfeld hat mich etwas über 30 Euro gekostet. Ein ganz normaler Preis für die Region, das geht aber bestimmt noch günstiger. Und der Ausblick muss auch noch besser werden. Also einpacken und ab auf die Straße. Da sind übrigens nicht mehr als 130 km/h mit Dachzelt empfohlen. Jetzt guck dir mal das an hier, den Ausblick. Das ist doch eine geile Stelle, hier halte ich jetzt mal an. Aber die Frage, darf ich hier überhaupt stehen bleiben? Ich frage mal jemanden, der sich damit auskennt. Schönen guten Tag, Herr Solmicke, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Herr Solmicke, ich stehe jetzt hier mit meinem Dachzelt auf dem Weinberg, wahrscheinlich ein privater Weg. Kann ich hier einfach übernachten? Ja, übernachten wird ehrlicherweise schwierig. Eine kleine Ausnahme gibt es allerdings. Zu Erholungszwecken dürfte ich eine Nacht dort verbringen, um dann die Weiterfahrt zu ermöglichen. Was allerdings schwierig würde, wäre, wenn man da steht und dann sein Campinggeschirr auspackt und dann vielleicht noch auf der Straße oder auf dem Bürgersteig irgendwelche Stühlchen auspackt. Das funktioniert nicht. Ja, bei privaten Wegen, da gilt natürlich das Hausrecht des jeweiligen Eigentümers. Wenn man mit ihm nett spricht, glaube ich, hat er gar nichts dagegen. Aber ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass auch ein privater Eigentümer irgendwann mal locker flockig am Dachzelt anklopfen würde und fragt, was man denn da so macht. Mit dem Auto darf ich ja auf jedem Parkplatz erstmal parken, logisch. Aber kann ich da auch einfach übernachten? Bei öffentlichen Parkplätzen gilt im Prinzip genau das Gleiche wie beim Stehen am Straßenrand. Auch da darf ich nur diese eine Nacht zur Erholung übernachten. Wie ist das denn mit so ausgewiesenen Wohnmobilstellplätzen? Kann ich mich da hinstellen? Auf Wohnmobilstellplätzen darf ich nicht übernachten. Es gibt da so ein blaues Schild mit einem Wohnmobil drunter. Das ist wirklich klassischen Wohnmobilen vorbehalten. Auf privaten Wohnmobilstellplätzen gilt wieder was anderes. Da muss ich dann eben mit dem Vermieter des jeweiligen Stellplatzes sprechen. Dann vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Danke und tschüss. Okay, das ist natürlich doof. Ich kann jetzt hier nicht einfach so stehen bleiben. Zumindest nicht ohne die Erlaubnis des Besitzers. Deswegen muss ich mir jetzt was anderes suchen. Im besten Fall auch was Günstiges und auch mit einem ähnlich schönen Ausblick. Ich gucke jetzt einfach mal im Internet, ob ich was finde. Möglichkeiten, einen Campingplatz zu finden, gibt es einige. Eine Handvoll Apps und Websites zeigen mir große, aber auch kleine private Stellplätze an. Preisrange rund um Halle zwischen 0 und 20 Euro pro Nacht. Nice. Und ich finde auch etwas. Auf der Seite vom Stadtmarketing der Stadt Halle. Ein privater Stellplatz. Ein Weingut. Klingt erstmal überzeugend. Ich würde sagen, da rufe ich jetzt einfach mal an. Besitzerin Ulrike hat tatsächlich noch einen Platz für mich und mein Dachzelt frei. Und zwar hier, im Weindorf Höhnstedt. Mitten in der sogenannten Toskana bei Halle. Klingt nach Ruhe, Natur und na klar, Wein. Ob ich hier wohl endlich meinen guten Ausblick finde? Angekommen. Ich glaube, ich tausche erstmal die gegen die. Es ist nämlich ganz schön kalt geworden und auch ungemütlich. Aber trotzdem ist es hier richtig schön. Seit 26 Jahren werkeln Ulrike und ihre Familie an der alten Schrotmühle und bieten hier nicht nur eigenen Wein an, sondern auch Stellplätze für Camper. Und der für mich mittlerweile wichtigste Punkt, hier gibt's ein Klo für die Gäste. Bezahlt wird alles in Form einer Weinverkostung. In meinem Fall also 3 Gläser, à 4 Euro. Insgesamt also 12 Euro für eine Nacht am Weingut. Top!
Und während ich drinnen zwar nicht auf, aber im Trockenen sitze, steht draußen mein Dachzelt im Regen. Ich bin bereit fürs Bett. Vorteil Regen, ich merke meine Gräserallergie nicht mehr so doll. Nachteil Regen, es ist noch kälter geworden draußen. Bin aber besser vorbereitet für die Nacht, habe noch eine Schicht mehr an. Und ja, ich hoffe, dass ich dann durchschlafen kann. Im Moment regnet es gerade nicht. Ich hoffe, es bleibt so. Also toi, toi, toi. Tag 3 mit Dachzelt. Und der startet für mich früher als gedacht. Das ist euer Ernst? Guten Morgen. Morgen. Na, wie war die Nacht? Eigentlich ganz gut. Also besser als letzte Nacht und ich habe durchgeschlafen. Und jetzt soll ich aufstehen oder was? Ja, Zeit für Kaffee. Kann ich mir noch eine Hose anziehen? Mach das mal, wir machen hier mal zu. Mach zu hier jetzt. Kein Kaffee, aber dafür mit frisch gekochtem Tee von Winzerin Ulrike geht's in den Tag. Könnte schlechter sein. Es wird sogar noch besser. Mit dieser Aussicht, dank Ulrikes Tipp. Einer der vielen Weinwanderwege der Region ermöglicht einen herrlichen Blick über den Kerner See. 3 Tage Camping mit Dachzelt, ich würde sagen, Zeit für ein Fazit. Ich muss sagen, das ist eine echte Alternative zum Campen und Zelten. Aber am besten gefallen hat mir, Land und Leute noch mal so ein bisschen anders und persönlicher kennenzulernen, vor allem auf den kleinen Stellplätzen. Besonders der letzte Stellplatz direkt auf dem Weingut hat mich überzeugt. Toilette in der Nähe, ein echt niedriger Preis und natürlich dieser Ausblick. Also alle Kriterien erfüllt. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf noch mehr Campingabenteuer, dann werdet ihr hier bei uns auf dem Kanal fündig. Ich mache nämlich noch einen anderen Campingausflug. Und zwar Camping mit Hund. 5 Tipps für einen entspannten Urlaub. Könnt ihr euch direkt anschauen.